Weil heute geht's wirklich um Sound. Die Kraft ist immer gleich und nicht wie bei so einem Turbo. An ein paar Sachen muss man sich bei dem Auto allerdings echt gewöhnen. Freunde, was geht ab? Feature am Start. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einem Video mit einem Maserati Gran Cabrio MC Stradale. Aber wenn ich mich hier so umgucke, mein Outfit passt nicht so recht. Das ändern wir mal ganz schnell. So, Freunde, das passt nämlich schon besser. Wir haben nämlich ein Biest heute. Wir haben den Maserati MC Stradale Gran Cabrio. Und das ist eine sehr große Besonderheit. Die Autos gibt es sehr, sehr selten heutzutage noch. Und zwar haben wir nämlich, das Besondere, wir haben einen Ferrari-Motor drin und nicht nur einen. Die MC Stradale Version hat 460 PS, 520 Newtonmeter und das Besondere ist, hier kommt ein Klang raus. Der unter anderem natürlich von dem Ferrari Motor profitiert, aber von dem Klappenauspuff, der hier durch diese zwei sehr großen, bestimmt 100, 110 mm großen Endrohre kommt. Auch die Position ist verändert zum normalen Gran Turismo und Gran Turismo S und Gran Cabrio S. Aber Freunde, der sieht schon wirklich krass aus. Ne? Wir gehen einmal komplett rumrum, gucken uns das Auto an. Der Wagen steht auf 285, 35, 20 Zoll. Wir haben die Maserati Sport Bremsanlage. Zum Innenraum kommen wir gleich. Das Krasse an diesem Auto finde ich, das habe ich damals schon gesagt, das Auto ist ja schon mal ein bisschen älter. Ne? Das gibt es seit 2008, 2009. Es gibt es auf jeden Fall schon vor 2010 und die wurden bis 2019 gebaut, meines Wissens nach. Und das Krasse bei dem Auto ist, guckt euch mal bitte diese Linie an. Die geht einfach komplett, ja, wie so ein Keil. Und Freunde, guckt euch mal an, wie flach das hier ist. Ne? Überlegt mal, die Schnauze ist unter Kniehöhe, also das ist heutzutage ja fast gar nicht mehr zu sehen. So macht keiner mehr ein Design. Und dann dieses große Maul mit dem Maserati Dreizack vorne, das sieht schon sehr, sehr imposant aus. Dann kommt halt noch dazu, dass die Farbkombination halt All Black ist. Schwarzes Verdeck, tiefschwarzer Lack, schwarze Felgen. Das sieht schon richtig, richtig böse aus. Und geh mal einen Schritt zurück. Es ist nämlich eins sehr faszinierend an dem Auto. Was denkst du? Also wenn man das Auto sieht, man denkt doch, das ist ein Zweisitzer, oder nicht? Und wir kommen nämlich gleich dazu. Hinten können einfach noch zwei Personen sitzen. Und ich finde wirklich, die Form sieht null aus wie so ein 2 plus 2. Es sieht halt wirklich aus wie so ein zweisitziger Sportwagen. Ne? Kommen wir zum Favorite Part vom Auto, abgesehen halt von der Frontpartie, ist so dieser Bereich. Ab dem Ende der Fahrertür hast du halt so eine richtig voluminöse Kotflügelpartie. Und das halt mit diesem Heck kombiniert, das ist halt richtig heftig. Ne? Gerade auch mit dem Spoiler, das sieht schon krass aus. Auch, dass sie trotz des 2 plus 2, wo man hinten noch Platz braucht, so eine flache Dachlinie gemacht haben, ist halt wirklich Wahnsinn. Wir werden aber nicht so viel quatschen, weil heute geht es wirklich um Sound. Sowas kriegt man auf YouTube halt fast gar nicht mehr geboten. Ich finde es auch schade, dass viele große YouTuber trotz der Reichweite und der Möglichkeiten, die sie haben, ja, finde ich, nicht immer so coole Videos bringen, weil heute wird es wirklich schon ein Highlight. Ich glaube, viele Leute freut das sehr, wenn ihr den Sound gleich hören werdet. Kommen wir aber kurz zum Interieur. Darf ich einmal den Schlüssel haben, bitte? Danke für das Vertrauen auch, Herr Dario. Ne? Also, Auto ist von D&J Automobile. Ah, das Schild ist auf der anderen Seite. Guckt da auf jeden Fall vorbei. Schlüssel, ja, das ist halt so italienisch. Ne?
ich sag mal, nicht der Hit der Schlüssel, aber das ganze Auto ist halt der Hammer, ne? So. Über Maserati wird hier halt oft gesagt, dass die Verarbeitungsqualität nicht so gut ist. Ich komme einmal rum. Aber Freunde, wenn ihr euch das anguckt hier, ne? Du kannst auch mal ein bisschen reinkommen ins Auto. Feinstes Alcantara, hier auch die Sitzkombination aus Alcantara in der Mitte und außen Leder. Plus halt dieses Kontraststitching in Weiß. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Auch Armaturenbrett in Alcantara habe ich fast noch nie gesehen. Dann in der Mitte halt, ja, das ist halt so eine negative Sache. Dieses Infotainment, das sieht halt wirklich aus wie aus so einem Fiat Multipler oder so. Aber die Uhr ist dann wieder sehr, sehr edel. Das Auto ist generell ja schon ganz gut verarbeitet. Das ist alles Leder, ne? Jetzt kommen wir zum interessanten Part. Freunde, hinten die Sitze. Freunde, mein Kopf stecke ich mal hier durch. Freunde, stellt euch vor, ihr nehmt einfach da drin Platz. Guckt euch mal diesen Mitteltunnel hier an. Und dann halt diese Sitze. Und dann hört ihr euch gleich den Sound an. Das ist geisteskrank. Dann hat man halt noch das Geile, dass das Dach halt aufgeht. Und das ist auch so eine Art Velour oder Alcantara, ne? Kriegst du das drauf, Dario? Es sieht auf jeden Fall krass aus, ne? Das in einem Cabrio habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich würde sagen, öffne mal das Verdeck, Kollege, wenn du so nett wärst. Du darfst auch öffnen. Ja? Soll ich? Mach. Also ich steige hier erstmal ein. Ach so, interessanterweise, das Auto hat 111.000 Kilometer und es soll noch wirklich top laufen. Also du bist ihn ja auch schon gefahren. Wie fährt er sich noch? Super. Ja, werden wir auch gleich sehen. Also Freunde, das wird nicht ein Vorstellungsvideo, das wird eine Fahrt mit Sound und allem. 111 gelaufen, mal gucken, wie er sich gleich noch fahren wird, weil man sagt ja auch oft, Maserati sind nicht für viele Kilometer gemacht oder so ein Ding darf man mit so einem Kilometerstand nicht kaufen. Es geht nur um den Pflegezustand, Leute, und der sieht von innen wirklich aus wie ein Jahreswagen, das ist krass, ne? Okay, muss dafür die Zündung an sein? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Hier noch kein Keyless. Achso, von welchem Baujahr ist das Auto, Dario? 15. 2015, okay. So. Alles klar. Jetzt suche ich hier gerade die Knöpfe. Wo geht's auf? In der Mitte. In der Mitte. Traktionskontrolle off. Okay, ICE. Ich bei der Automatik. Ah, vier, open. Genau. Jetzt musst du ein Stück zurückgehen. Hoffentlich reicht die Batterie, ne? Natürlich. Boah, und ich glaube, der sieht jetzt schon Porno aus, ne? Das ist halt richtig Mafia, ne? Also ich kann auch gerade sagen, ich habe weder irgendwelche Quietschgeräusche noch einen anstrengenden Verdeckmotor gehört. Also das läuft noch sehr sauber. Ab auf die Probefahrt, würde ich sagen. Sieht hier schon mega aus, ey. Das ist schon wirklich eine Verarbeitung. Ich komme sofort rein. Ich stand gerade hinter dem Auto. Kannst du auch hier mit? Alles gut. Freunde, ich stand gerade hinter dem Auto und dachte, boah, ist schon ein kranker Sound, ne? Ich dachte, das wäre halt mit Klappe auf. Und dann frage ich halt Dario, was ist, kann man eigentlich die Klappe auch zumachen? Er so, ja, ja, die ist zu. Die ist jetzt auf. Ey, Freunde. Jetzt auf. Jetzt zu. Gib mal ein, zwei Gasstöße mit Klappe zu. Okay. Wenn das Klappe zu ist, bin ich gleich gespannt. Okay. Soll man Klappe zu oder? Klappe zu erstmal. Ich will erstmal gucken, wie sich das Auto so fährt. Was das so für Geräusche macht. Aha. Ey, aber die Leute gucken schon sehr, ne? Jo. Hier, Stardy Gladder. Hallo. Angenehm. Ja, müssen ja auch noch ein bisschen auf Temperatur bringen und sowas, ne? Das ist schon gut, ne? Ey,
ich bin gespannt, wie sich das im Tunnel anhört. Wir sind gerade am Warmfahren. Auto fährt sehr geschmeidig, sehr komfortabel. Ich dachte, die MCs wären ein bisschen härter vom Fahrwerk. Ist auch tiefer gelegt. Ja, stimmt, ist tiefer gelegt. Ne? So tief ist Serie nicht, ne? Okay. Weißt du, was eine Krankheit bei denen ist? Erzähl. Wenn du so bei 180 bist, wippt die Motorhaube. Echt? Ja. Leute, das waren 2200 Umdrehungen. Ich erzähl keinen Scheiß. Junge, Junge. 2500 Umdrehungen. Okay. Okay. Das Automatikgetriebe, ich habe darüber was gelesen, ist ein Sechsgang verbaut, ne? Sechsgang-Automatik. Ne, genau, zum Getriebe. Das ist ein Sechsgang-Getriebe, das aber in 100 Millisekunden schaltet im Sportmodus. Das ist schon echt gut, ne? Auch für die Zeit 2015. Der soll 0 auf 100 4,7 machen. Ist jetzt natürlich nicht Supercar-Niveau, aber das ist ja auch so ein Lifestyle-Auto, ne? Allein wenn du hier jetzt stehst, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, der macht einfach. Freunde, wir sind bis jetzt immer nur untertourig gefahren. Wir fahren den Wagen halt gerade warm. Und so ein Auto will man nicht kalt drehen. Ey, wir haben Fenster alle zu, ne? Ey, nicht normal. Das Runterschalten ist heftig. Ram! Macht schon Spaß. Freunde, das sieht so krass aus, diese Maserati-Sitze. Guck mal bitte, wie das aussieht, bitte. Junge, wie das aussieht, Mann. Die Karre ist ein Biest, ehrlich. Ey, das Ding sieht aus nicht normal, ey. Ehrlich. Heavy, heavy. Heavy Stuff, Freunde. Nur bei Feature. Ey, was ist das für eine Form? Jetzt mal bitte. Und Freunde, natürlich ist so ein M4 schneller. So ein neuer M4 Competition, der zersägt den. Aber Freunde, dieser Auftritt, bitte guckt euch das mal an. Man guckt euch mal die Verarbeitung an und dann allein der Kaltstart, der Sound, das ist doch heftig, ey. Also Freunde, der Punch ist jetzt nicht wie bei so einem Turboauto. Ich würde sagen, sogar unser Vierrad bei Kickdown, also ne, durch die Stage 2 Plus, durch die 102 Optimierung. Ja, ganz durch die Unterhaltung. Ah, okay. Ja gut, aber Sound ist geisteskrank. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera rüber. Aber Sound ist Hammer. Für die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, Cabrios sind schwerer als Coupés, auch wenn das Dach fehlt, weil die müssen Versteifung zusätzlich im
im Chassis haben, in den Türen oft, damit halt bei diesen Sportwagen auch bei hohem Tempo, zum Beispiel Autobahnkurve, Bodenwelle, dass sich die Karre nicht verwindet oder ausbricht oder so, ne? Das dazu, ne? Freunde, das waren nur 4.500, ey. Ist gut? Sehr gut, ey. Bitte, guckt euch die Drehzahl einmal an. Freunde, hier sieht man einmal die Lichter. Das ist auch das Einzige, was ich so weiß, was sich so beim Facelift gemacht hat oder geändert hat, ist, dass hier diese LED-Punkte dazu gekommen sind. Auto ist schon heavy, ey. Ist schon wirklich böse. Und Freunde, ratet, wer jetzt fahren darf. Ich lege einmal hier die Sachen ab. BMW-Klutsch, ne? Hier einmal Bremse. Rückwärts, neutral. Schilder euch jetzt gleich meine Eindrücke. Gaspedal ist sehr fest. Du hast das Gefühl, da ist so ein Seilzug, der dagegen hält. Nicht über BMW und sowas. Okay. guck mal, bei 2,5 hält man ihn einfach. Und der brüllt dich die ganze Zeit an. Auto fährt sehr smooth. Ich hätte den Hertha direkter gedacht. Man kann damit bestimmt auch gut Langstrecke fahren, ne? Ja, mit Klappe zu, ne? Ja, er ist schon sehr laut, ne? Kann man hier einmal hören. Die Schaltung hat... Die Schaltung hat einen sehr langen Weg, die Schaltung. Das ist man gar nicht gewöhnt, wenn man auf BMW oder sowas sich gewöhnt hat. Guck mal. Also der Weg ist sehr lang, aber wenn man ihn klickt, reagiert er sehr schnell. Hat auch was, ne? So ein langer Schaltweg. Aha. Macht auf jeden Fall sehr Spaß, ne? Sehr schön. Wir melden uns gleich noch einmal, wenn ich mich ein bisschen ans Auto gewöhnt habe, ne? Großvolumiger V8, also 4,7 Liter. Ne? Der hat immer dieselbe Kraft und immer eine gute, ja, durchgehende Kraft. Jetzt nicht so ein Punch, aber. Das waren jetzt ja auch 3-4 S-Kurven. Macht der echt gut. Oh, aber der Sound ist zum Niederknien. Ey, ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich hier bei meinem Bratze bedanken kann, dass ich die Chance habe, mal so ein Ding zu fahren und das auch für euch zu filmen, weil, Leute, ich mache die Videos, kein Blinker gegeben, so wie die BMW-Fahrer, ey, scheiße. Ich mache die Videos ja auch für euch. Ich versuche immer Videos zu machen, die ich mir auch selber angucken würde. Ich mache eigentlich wirklich YouTube-Videos, weil ich selber finde, es gibt wenig Sachen, die man sich anguckt und die richtig Spaß machen als so Autoliebhaber. Ich weiß nicht, ich fand früher die Szene ein bisschen cooler. Was sagst du, Dario? Sehe ich auch so. Ja, was kann ich noch sagen? Das Auto fährt besser, als ich gedacht habe. Man merkt ein bisschen, dass es ein älteres Auto ist, weil die neueren haben halt, finde ich, alle eine viel extremere Servo-Unterstützung.
ich weiß nicht, ob du das so teilen kannst, aber die neuen Autos, zum Beispiel 2er Gran Coupé oder auch die neuen M4, du kannst sie mit einem Finger drehen. Und hier ist halt wirklich noch so richtig fahren. Ne? Ich kann auch mal, ich mache einmal den Sportmodus mal raus. Ne? Okay. Oh, Sound ist deutlich angenehmer jetzt zum Reisen. Wir jungen Leute fahren die Karre, glaube ich, nur in Sport fahren. Ja, okay, er schaltet im Automatikmodus nicht so schnell runter. Ich gebe jetzt 30% Gas und er schaltet immer noch nicht runter. Bin ich mal im Sport. Ja, dann schaltet er schon runter. Ne? Gut, okay. Fahren wir rechts auf B239 oder die Stadt? Was meinst du? Wo du willst. Bin ich sehen noch. Nochmal durch Tunnel willst? Ja, heute, ne? Ein paar Sachen muss man sich bei dem Auto allerdings echt gewöhnen. Die Bremse hat halt, das Bremspedal hat echt Widerstand, ne? So, man muss erstmal echt doll drücken, dass sie packt, und dann packt die richtig. Woran man sich auch gewöhnen muss, ist, dass die Leute echt extrem gucken, ne? Also ist, glaube ich, nicht für jedermann. Nein, aber man wird, also die gucken schon sehr auffällig. Das sieht schon echt heftig aus. Ja, wie gesagt, Lenkung, Getriebe ist bei jedem Auto Gewöhnungssache. Das würde ich jetzt gar nicht so extrem als gewöhnungsbedürftig betiteln. Sitzposition ist normal sportlich, wie jetzt bei so einem 6er BMW, würde ich mal vergleichen. Verarbeitungsqualität ist wirklich top hier, auch den Sitz und sowas. Ne? Wir kommen jetzt im Tunnel näher. Krass. Das ist echt krass. Scheiße. Das ist echt krass. Ich will gar nicht wissen, wie so, wenn du bei einem Ferrari, so bei den Saugern noch 4, 5, 8 und sowas, bist du ja auch schon gefahren, ne? Der Sound ist noch mal krasser, ne? Weil der dreht ja noch mal höher. Ja. Der hat jetzt den Begrenzer so bei 7,5, 7.800 wahrscheinlich. Und der Italia dreht ja fast bis 9.000. Ne? Wie ist der Sound da denn so, wenn du da auf 8.000, 9.000 bist? War genauso unbeschreiblich, ne? Ah, das ist schon Wahnsinn. Ich würde sagen, wir melden uns gleich. Ich muss noch ein bisschen klarkommen. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie Karre gegen Bordstein fahren. Nein, nein, Quatsch. Wir melden uns gleich, Freunde. Peace. Eine Minute, 37 Sekunden später. Junge, Scheiße, ey. Ist das geil. So, Freunde, wir sind jetzt auch wieder sicher angekommen. Wie gesagt, das Auto steht bei D&J Automobil in Herford. Schaut vorbei, wenn ihr euch interessiert und das nötige Kleingeld habt. Danke auf jeden Fall fürs Fahren oder fürs Fahren lassen, ne? Und für die Möglichkeit, das alles mal abzufilmen. Und ich würde sagen, abonnieren, kommentieren nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Verfolgt den Kanal weiter, es kommen mega geile Videos wieder. Ich versuche immer mal wieder solche, ja, Exoten auf dem Kanal zu haben. Ne? Könnt die Videos mit der 435 IM Performance von uns gucken. Zum E46 wird auch bald was kommen und weitere Videos werden folgen. Also dieses Jahr steht noch viel an und ich würde mich freuen, wenn ihr uns beim Weg begleitet. Ne? Ich kann auch gar nicht mehr reden, dieses Video hat mir alles, einfach alles abverlangt. Ey. Ich bin noch so ein bisschen verwirrt. Ich werde bestimmt über das Auto noch die eine oder andere Nacht auch träumen, über diesen Sound. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Peace.